Guten Mittag, meine Süßigkeitenfreunde. Und wir schauen uns heute eine weitere Süßigkeit von dieser klassischen Reihe, die wir uns gestern auch schon angeschaut haben, an. Nämlich geht's heute weiter mit dem Monster Wunderball am Stiel. Auch von der Marke Z Candy wieder. Die haben sich wirklich so ein bisschen daran gemacht, diese Klassiker wieder aufleben zu lassen. Ja, Monsterball am Stiel habe ich tatsächlich auch ab und zu gegessen, nicht zu oft. Oder gelutscht, kann man sagen. Ich glaube, 2, 3 Stück in meinem Leben insgesamt. Aber coole Erinnerungen gehabt eigentlich. Und schmerzende Zungen, wenn ich jetzt gerade so zurückdenke. Aber naja, designtechnisch schön gemacht, also schön bunt auch, knallige Farben, Wunderball. Hier mit dem Wunderball mit Kaugummi-Kern, genau, so habe ich es auch in Erinnerung, mit verschiedenen Schichten dann am Stiel. Genau, ich habe die Zunge, glaube ich, auch mal blutig geleckt, soweit ich weiß. Das klingt ein bisschen falsch. Naja, dann haben wir hier so einen Mammut, passend halt zum Monster-Wunderball. Warum jetzt ein Mammut? Eigentlich, wenn ich gerade drüber nachdenke, weiß ich gar nicht. Aber naja, war halt so irgendwie auch damals schon so im Stil. Hier sehen wir dieses Monsterball-Ding mit pink und blauen Farben. Was ist das letztendlich? Da musst du einfach nur so lange dran lecken und es dauert zumindest so ein bisschen Erinnerung ewig, bis du beim Kaugummi angekommen bist und dann hast du es geschafft. Ja. So, kommen wir zur Rückseite. Ja, Vorderseite, cool, Z Candy wieder. Ja, schauen wir mal. Rückseite, hergestellt bzw. vertrieben von der Z Candy BV in Zeist in den Niederlanden. Auch schöne Grüße hier an alle aus Zeist. Und wir kommen direkt zur Nährwertangabe, hier 100 Gramm, weil viel mehr steht nicht da. Wir haben einen Energiewert von 1566 Kilojoule bzw. 369 Kilokalorien, Fett 0,5 Gramm, davon gesättigt Fettsäure 0,5 Gramm, Kohlenhydrate 91 Gramm, davon ca. 73 Gramm. Schade Marmelade. Ja, auch viel zu viel. Eiweiß haben wir 0 Gramm, Salz haben wir 0 Gramm, insgesamt 60 Gramm wiegt dieses Ding. Also 60 Gramm vom Anteil an Zucker könnt ihr euch ausrechnen. Nehmen wir dann dazu uns. Was sind das? 60 Gramm, sagen wir 2/3. Das heißt, ja, so ungefähr 49, 48 Gramm Zucker habt ihr dann da, also 45 Gramm. So, kommen wir zu den Zutaten. Wir haben einen dragierten Kaugummi. Ja, ein dragierter Kaugummi. Ja, ich bin auch immer gespannt, wie nennt man sowas, aber die kriegen es echt immer hin. So, Zutaten, Hauptzutat Dextrose, dann Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, künstliche Aromen, Säurungsmittel Zitronensäure, modifizierte Stärke, Feuchthaltemittel Glycerin, Farbstoffe E133, E141 und E160A. Färbendes Lebensmittel haben wir schwarze Karotte, Überzugsmittel Kanauberwachs und Shellack, wieder, schade, und Antioxidationsmittel E321, schreibe ich natürlich alles dazu. Hier als Gesundheitsnote gibt es eine 5+, bisschen weniger Zucker als die gestern Abend noch, aber insgesamt auch jetzt nichts, ne, was man... Ja, was irgendwie gesund ist, macht mal Spaß und kann man ja mal machen, aber ja, es, dabei soll es auch bleiben. Wir haben am Stiel, sogar einen ziemlich langen Stiel, also so habe ich es damals nicht in Erinnerung. Ich kenne die auch noch ein bisschen größer, aber ja, riecht sehr künstlich, süß, sehr verrückt. Aber ich hätte gesagt, Leute, aufs Wohl und wir schauen mal, wie das Ganze schmeckt. Also man leckt da dann wirklich dran und kann irgendwie reinbeißen, würde ich nicht. Hat einen süßen, künstlichen Geschmack. Ja, ich werde jetzt nicht das komplett für euch auflecken, aber macht schon Spaß. Also ich verstehe den Vibe so ein bisschen, das auf jeden Fall. Werde ich jetzt auch mal wieder nach so langer Zeit benutzen, aber auch dann nie wieder in meinem Leben irgendwie gebrauchen, so ein Ding. Und ja, Leute, das war's mit dem Monster Wunderball von Z Candy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr die kennt und wie ihr die fandet. Ich denke, viele werden die kennen von ihrer Kindheit. Und ansonsten sehen wir uns heute Abend wieder beim erstmal letzten klassischen Süßigkeiten-Test. Ich wünsche euch was. Immer schnell happy bleiben, immer schön gesund bleiben und bis heute Abend. Ciao, ciao.